10. Auflage des Race Across the Alps war auch in diesem Jahr ein absoluter Klassiker. Zum 10-jährigen Jubiläum sind bei diesem Rennen mit Start und Ziel in Nauders am Reschenpass unter anderem Extremsportler wie der Italiener Maurizio Vandelli oder auch der Österreicher Paul Lindner aus Salzburg angetreten. Und der Italiener war auch heuer nicht zu bezwingen. Nach knapp 22 Stunden feierte Vandelli seinen mittlerweile 4. Sieg. Dementsprechend auch seine Freude im Ziel vor dem Almhof in Nauders. Höhenmeter und über 530 Kilometer sind beim wohl härtesten Eintagesrennen der Welt zu absolvieren. Über 30 Extremsportler, darunter mit Trix Kracken aus der Schweiz, auch eine Frau, haben diese Tortur auf sich genommen. Seit Jahren ist Gernot Weinig Hauptorganisator und schafft es mit seinem kleinen Team immer wieder, ein Spitzenevent zu organisieren. Bevor sich Vandelli am Samstagmittag nach 22 Stunden in Nauders feiern lassen konnte, musste er ordentliche Strapazen auf sich nehmen. Nach dem Start führte das Rennen über den Reschensee hinunter in Südtirol, dann bereits das Schilzer Joch und zur Krönung am Abend natürlich der Berniner Pass, über 2700 Meter hoch. 13 Pässe waren insgesamt zu bewältigen. Von Südtirol ging es in die Schweiz und wieder zurück, dann zum Ziel nach Nauders, nach Österreich. Vandelli führte vom Startweg hinter ihm aber in Reichweite immer noch der Salzburger Paul Lindner, der lange nur an die 5 Minuten Rückstand hatte. Erst in der Nacht konnte sich Vandelli dann vom 46-jährigen Salzburger deutlich absetzen und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Paul Lindner sorgte mit seinem 2. Rang für eine weitere Spitzenplatzierung. Er hat den Ratter ja bereits 2-mal gewonnen. Er ist neben dem deutschen Rainer Popp damit auch der Einzige, der alle 10 Ratters absolviert hat. Im Ziel kamen selbst dem harten Paul die Tränen, als er von seiner Mama, die extra aus Salzburg angereist war, begrüßt wurde. Und sein Dank ging im Ziel auch gleich an sein Umfeld. Sensationell. Zuerst muss ich mich bedanken bei meinen Betreuern, die mich pausenlos motiviert haben, ohne denen diese Sache natürlich. Das ist der Gerhard und der Roman Spadinger, zwei Brüder, der Roman, mein ständiger Begleiter bei den diversen Marathons. Also die haben mich motiviert und angefeiert und einfach perfekt, muss ich mich zuerst einmal bedanken. Und auch bei Seidinger Thomas aus Salzburg, der hat mir das Auto zur Verfügung gestellt, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Das ist einmal das Wichtigste, bevor wir über das Rennen reden. An der hervorragenden 3. Stelle, Pierre Bischof aus Deutschland. Der junge Athlet war heuer zum ersten Mal mit dabei. Während die Besten also gegen Mittag ins Ziel kamen, hatten die vielen Finisher da hinten noch einen unglaublich langen Weg vor sich. Die Letzten wurden am Samstagabend zurück in Nauders erwartet.